Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer Sendung. Immer wieder schreiben uns Großeltern über Gebetserhörungen von ihren Enkeln. So zum Beispiel, die Bauchschmerzen von Enkelsohn sind verschwunden. Oder mein Enkel hat einen neuen Arbeitsplatz mit viel mehr Verantwortung und mehr Gehalt bekommen. Und ich möchte ganz besonders Großeltern ermutigen, für ihre Enkel zu beten. Gott erhört Gebet. Ja, Gott erhört Gebet. Hoffnung um 12, wir wollen dich wieder ermutigen. Ja, gestalte deine Zukunft. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Gestalte deine Zukunft. Da möchte ich aus Hebräer 4, Vers 13 lesen. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ja, niemand ist vor Gott verborgen und das ist auch schön so und das dürfen wir wissen. Und wir dürfen aber auch wissen, dass er dann auch alles kennt, was wir verbockt haben, was wir in der Vergangenheit verkehrt gemacht haben. Und ich sag dir, die Vergangenheit, die kannst du nicht mehr ändern. Selbst das, was du gestern falsch gemacht hast, kannst du nicht mehr verändern. Und wie oft halten wir uns in dem Vergangenen auf, was so verkehrt war oder was uns oder was wir heute anders machen würden. Und ich sag dir, es ist wichtig, dass du jetzt im Moment die Verantwortung aufnimmst für deine Zukunft, weil da kannst du neu entscheiden, da kannst du richtig entscheiden, die kannst du neu gestalten und ich sag dir auch, gestalte du deine Zukunft und lass die Zukunft nicht sein, wie die Vergangenheit war, wo du sagst, ja, das war schon immer so, meine Eltern haben das schon so gemacht und ja, das ist nicht schlimm. Ich sage dir, mach dir jetzt Gedanken, wie du deine Zukunft gestalten möchtest. Blicke der Wahrheit ins Auge und der Wahrheit von all dem Falschen, was du getan hast, das räume auf, wenn du es noch nicht getan hast. Aber auch die Zukunft, blicke der Wahrheit ins Auge. So viel wird heute aus irgendwelchen Gewohnheiten oder aus Mainstream-Haus entschieden, aber ist nicht die Wahrheit. Entscheide dich die Wahrheit. Und ich sage dir, räume auch alles, was du unterdrückt hast in deinem Leben, räume es auf. Arbeite es auf, weil das Unterdrückte kommt immer wieder hoch und kostet für dich Energie. Ich danke dir, Herr, dass du wunderbar mit uns bist und danke, Herr, dass du uns die Freiheit gegeben hast, die Zukunft, unsere Zukunft zu gestalten. Ich danke dir dafür. Lass uns deine Weisheit dazu anwenden und deine Wahrheit. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen haben uns geschrieben um Gebetshilfe und das wollen wir auch heute wieder gerne tun. Und eine Frau braucht Gebet für ihren Rücken und für ihre Hand. Habe Schmerzen am ganzen Rücken, wurde bereits operiert, Bandscheiben fehlen und Abnutzung. Habe auch eine schmerzende Hand, Schnappfinger, kann die linke Hand nicht schließen, nur mit Schmerzen. Bitte beten Sie für Heilung. Jesus, ich danke dir, dass wir das jetzt auch tun dürfen und wir bitten dich um Heilung für diese Frau. Danke, Jesus, dass du ihren Rücken wieder ganz machst, dass alles, was da nicht in Ordnung ist mit den Bandscheiben und mit Abnutzung, dass du ein Wunder geschehen lässt der Wiederherstellung. Danke, dass dieser Rücken wieder vollkommen in Ordnung ist und auch diese Hand, Jesus, dass dieser Schmerz verschwindet und dass dieser Schnappfinger wieder richtig funktioniert. Danke, Jesus, dass diese Sehnen wieder vollständig gangbar sind. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und ein Gott, der eingreift. Danke, dass du es tust bei dieser Frau. In Jesu Namen. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Ihr Lieben, laut Arzt arbeitet meine Niere nur noch 50%. Seit langer Zeit habe ich intervallmäßig am Tag und hauptsächlich morgens um 6 Uhr starkes Bauchweh. Das geht schon 3 Jahre so. Jetzt bekomme ich Antibiotika. Dieser Zustand macht mir sehr Angst. Ich bitte euch sehr um eure Gebetshilfe. Mit lieben Grüßen.
Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Person kennst, wo die Nieren nicht richtig funktionieren. Danke, Jesus, dass du auch ein Gott bist, der Organe wiederherstellt. Und ich bitte dich, dass du diese Niere wiederherstellst und sie vollkommen funktionsfähig machst. Danke, Jesus. Danke, dass du auch dieses Bauchweh wegnimmst, egal wo die Ursache ist, und dass du da eingreifst, dass diese Schmerzen verschwinden und dass alle Organe, auch der Darm oder an was es auch liegen mag, wieder voll funktionsfähig ist. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du auch diese Angst wegnimmst, diese Zukunftsangst von dieser Person. Danke, Jesus, dass sie wirklich dein Eingreifen erfahren darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns einfach dein Gebetsanliegen oder ruf an. Und die Infos sind wie immer eingeblendet. Und da schreibt jemand: Liebe Karlsruher Geschwister, darf ich euch heute um Gebetsunterstützung bitten für eine Gebetskreisschwester, die trotz Behandlung und Medikamenten unter sehr starker Arthrose-Schmerzen in den Armen leidet. Sie hat Schlafprobleme und kann auch den Haushalt nicht mehr richtig versorgen. Von Herzen danke ich für euer immer treues Gebet. Wir sind und bleiben auch mit euch immer verbunden. Herzliche Grüße. Wie schön, so eine Verbundenheit, und wir beten sehr gerne, und das ist unsere Aufgabe, und Gott hört und auch erhört Gebet. Und danke, Herr, dass du jetzt auch diese Person kennst mit diesen fürchterlichen Arthrose-Schmerzen, und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass auch alles, was folgt, Herr, gelöst wird, indem die Schmerzen verschwinden, und wir gebieten das in Jesu Namen, dass diese Schmerzen verschwinden und dass Heilung da ist und dass wieder richtig geschlafen werden kann. Danke, Herr, dass du das tust. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Heilung und Befreiung. Ich bitte um Gebet für Heilung und Befreiung von Ablehnung und Angst, dass ich angstfrei leben kann, und auch um eine neue passende Wohnmöglichkeit jetzt im Alter zu finden. Danke, Herr. Du kennst auch dieses Sortiment, Herr, an Anliegen. Herr, danke, Herr. Herr, dass das auch, Herr, die großen und kleinen Problemchen gelöst werden. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, auch für die passende Wohnung. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du wunderbar, Herr, auch der Angst und Ablehnung begegnest, Herr. Herr, danke, Herr. Herr, das ist nicht dein Wollen, Herr, Angst und Ablehnung, sondern du hast das besiegt. Ich danke dir dafür, dass wir keine Angst zu haben brauchen und auch keine Ablehnung, schon gar nicht von dir. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du dieser Frau begegnest in wunderbarer Weise. Danke, Herr. Amen. Amen. Und gerade haben wir gebetet für jemand, wo die Niere nicht richtig funktioniert, für eine neue Funktion von Organen. Und hier haben wir ein Zeugnis, wo Jesus das auch getan hat. Und Jesus stellt Organe wieder her zur vollen Funktion. Und da schreibt jemand ganz einfach: Während des Gottesdienstes wurde meine Niere geheilt. Wie wunderbar Jesus doch ist. Und was er einmal getan hat, das kann er auch wieder tun. Und aus der Schweiz kommt folgendes Zeugnis von einer Frau. Sie schreibt: Ich bat euch um Gebetsunterstützung. Ich hatte Operationen und brauchte 4-mal schnellstens die Ambulanz. Bei der letzten OP durfte ich Gott ganz mächtig erleben. Seither geht es aufwärts, trotzdem die Ärzte 2-mal mit meinem Tod rechneten. Ich habe mein Zeugnis weitererzählt. Vielen Dank für Ihre Gebete. Das ist doch großartig. Und jemand schreibt: Enkelin wieder völlig gesund. Eine Großmutter schreibt das. Meine 8-jährige Enkelin war bei mir, als die Gebetsnacht online lief. Nach einer Erkältung vor vielen Wochen hatte sie sich nicht mehr erholt. Sie war sehr schwach. Das habe ich euch geschrieben und um Gebet gebeten. Es geht ihr wieder richtig gut und sie ist wieder völlig gesund. Herzlichen Dank an euch und an Jesus. Und noch ein Zeugnis: Nach Gebetsnacht vollkommen schmerzfrei.
Ich bat sie um Gebet in der Gebetsnacht wegen meiner starken Rücken- und Schulterschmerzen, die meine Bewegungsfreiheit sehr einschränkten. Auch nachts konnte ich teilweise kaum schlafen. Einen Tag nach der Gebetsnacht spürte ich eine deutliche Besserung. Seit 2 Tagen bin ich komplett schmerzfrei. Danke, Jesus, und euch für eure Gebete. Ist Jesus nicht großartig? Ja, Jesus ist großartig und ist für unser ganzes Leben da, in der Kirche, im Gebet und im Alltag. Wie wunderbar. Hast auch du etwas Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, was darf ich dir heute raten? Ich sag dir, gestalte wirklich dein Leben und habe Freude daran, das Leben zu gestalten in der Weisheit Gottes, und lass nicht einfach so auf dich einprasseln und naja, wird schon alles irgendwie werden und ist mir doch egal. Nein, gestalte dein Leben und lebe in Freude damit. Und schick uns einfach dein Gebetsanliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir beten gerne für dich auch während und nach dem Gottesdienst, wenn du kommst. Gerne nach dem Gottesdienst, auch während dem Live-Chat. Und am Sonntag sind wir wieder ab 10 Uhr im Livestream für dich da. Und wir würden uns freuen, dich einmal hier begrüßen zu dürfen. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich und bis bald. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.